So, hello again, meine Lieben. Und zwar bin ich heute wieder hier mit einem Review, Unboxing, Vorstellung oder wie auch immer man das nennen möchte, könnt ihr euch aussuchen. Und zwar habe ich heute ein paar Stifte wieder bekommen. Und zwar handelt es hierbei sich wieder um wachsbasierende Stifte. Das habe ich über diese Stifte rausgefunden. Die sind von der Firma Coloré. Das sind, wie ihr seht, Colored Pencils. Und zwar ist das die Dictionary Edition, das 5-Volume Set. Es gibt diese Stifte auch bei Amazon in normalen Metalldosen, ohne dass es jetzt Dictionary-mäßig ist. Dieses Set ist nun ein bisschen, sagen wir mal, besonders. Es ist aufgeteilt in Wood, Fire, Earth, Metal and Water und ist auch in solchen separaten, sieht ein bisschen aus wie meine Herr-der-Ringe-Edition, nur dass das Bücher sind. Wir gucken mal, inwiefern die Verpackung, so vom Äußeren gefällt sie mir ganz gut. Allerdings, wenn ich mir das hier so anhöre, gefällt mir das wiederum gar nicht gut. Sie waren relativ gut verpackt. Ich habe sie bei eBay gekauft für 20 Euro plus 5 Euro Versand. Das ist auch kein Händler, der hat die nur so im Angebot gehabt. Ich habe halt ein bisschen gegoogelt danach. Ich habe im Internet, also bei YouTube glaube ich, auch ein Video gefunden. Daher weiß ich, dass sie wachsbasierend sind, weil ich so an sich nicht viel gefunden habe. Das ist eine Firma, die ganz offenbar aus California ist. California. So, hier hat man noch diese beiden Seiten, aber da ist ein mehr oder weniger, so fertige Werke schon zu sehen. Von daher kann ich euch nur so viel sagen, sie sind wachsbasierend, sie sind aus California, aus Amerika. Sie sollen eine High-Quality Artist-Grade Pencil. Wie nennt man es? Naja, soll es halt haben, ne? Also es soll halt Artist Grade sein. Smooth zu verblenden. Vivid Colors. Easy to sharpen. Na, da bin ich schon mal gespannt. Ja? Also die junge Dame, die das bei YouTube vorgestellt hat, die hatte dann zum Schluss so einen Stift. Ich hoffe mal nicht. Und dieses Set hat, wie gesagt, 5 Color Volumes of 12 Pencils each. Also die sind jeweils 12 Stifte drin. Und wir öffnen mal das Ganze hier. Das ist jetzt auch vorerst meine letzte Review. Von Buntstiften mehr habe ich erstmal nicht offen. Ich werde aber zwischendurch trotzdem nochmal so hier und da. Hauptsächlich möchte ich also diese ölbasierten Stifte mal testen. Und da möchte ich mir dann auch gerne mal die Stifte von Lyra besorgen. Ah, da hole ich mir dann kleinere. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt zurück zu dem. Wir haben diese Verpackungen, die so, kann man dann auch so hinstellen, wenn man das gerne möchte. So, dann haben wir diese einzelnen, also diese Geräusche hier gefallen mir gar nicht. Haben wir diese einzelnen Sets und wir beginnen mal mit Water. Hat man hier dieses Gummi dran. Das ist auch sehr locker, muss ich sagen. So, dann hat man hier diese Stifte. Die liegen einfach nur so drin. Also die Packung ist optisch ganz toll. Also das muss ich schon sagen. Die ist auch stabil. Die Pappe ist stabil. Aber wenn hier drin vielleicht so eine... Weil die sind einfach nur so. Wenn da diese... Ja, wie sie bei den anderen Packungen sind, wo diese Wellen... Wie soll ich das jetzt beschreiben? Die so halt sind, ne? Mit diesen... So, wo die so einzeln so dazwischen liegen können, dann wäre das, glaube ich, noch ein bisschen besser gewesen. So, hier haben wir also so blau und lila Töne. Ja, passend halt zum Water. Der Stift, ja, holen wir mal raus. Ja, es liegt ganz normal in der Hand. Ich weiß jetzt auch nicht, wie breit die Mine ist. Da habe ich leider nichts gefunden. Wir haben eine Farbnummer, aber keine Farbbezeichnung. Also keine blaue Lagune oder wie auch immer. Da könnte man dann vielleicht nochmal gucken im Internet. Ich habe dafür nichts gefunden, soweit wie ich. Die haben nur diese Farbnummern. Aber man kann sie, soweit wie ich es jetzt so recherchieren konnte, in ein paar Stunden nicht einzeln nachbestellen. Aber ich finde, bei 20 Euro 60 Stück, wenn sie dann noch einigermaßen taugen. Ich finde den Stift jetzt ein bisschen dünn, so gegenüber den anderen Stiften. Ja, ist er sehr dünn. Das ist dann gewöhnungsbedürftig. Ja, das ist, sie sind sehr glatt. Ja, ich finde sie halt gewöhnungsbedürftig, weil die so dünn sind. Also die anderen, die ich da benutze, sind alle wesentlich dicker.
Ja, mit diesen silbernen halt. Sind gut angespitzt, muss ich sagen. Hierbei ist nichts abgebrochen. Ich teste die jetzt mal so durch. Hier haben wir Metal. Und das sind so Grau-Brauntöne. Ich würde mal so Erdtöne so sagen in der Kategorie. Hier sind auch alle Spitzen vorhanden. Das ist schon mal sehr gut. Dadurch, dass die ja wachsbasierend sind, kann man die auch mal so ein bisschen, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, da kann man die auch so ein bisschen erwärmen. Und ja, dann wieder erkalten lassen und dann verschmilzt die Mini wieder miteinander. Das ist dann absolut kein Problem. So, hier haben wir die Earth Edition. Das sind, ja, ich würde mal so sagen, so Gesichtsfarben hier, ne? So Skin Colors, auch die Minen. Gut, dann sind so ein bisschen angetoucht hier oben, aber ist jetzt nicht schlimm. Ich gucke jetzt erstmal so die Farben durch. Und dann probieren wir natürlich wieder unser Eichen aus. Hier haben wir die Fire Edition. Ich vermute mal, dass hier so Rottöne drin sind. Tada! Ja, das sind richtig schöne, satte Farben, muss ich sagen. Wenn die genauso sind, hier hinten. Aber hier muss ich schon mal, guck mal, wie das hier hinten aussieht. Und guck mal, wie das hier vorne aussieht. Wesentlich heller. Den probieren wir doch gleich mal aus, ja. Ja, also die Farben so an sich, die gefallen mir echt richtig gut. Das muss ich schon sagen. Also die Farbauswahl ist klasse. Für 60 Stück, für, ja, im Prinzip mit Versand 25 Euro ist das gut. Hier haben wir genau die Iwood Edition. Und das sind halt so Grüntöne. Hier ist noch so ein schönes, ja, so Blaugrün. Die Grüntöne sind sehr schön. Also die sind, da kann man sich gerade so an Naturbildern ganz, ganz toll austoben. Hier ist eine Mine so ein bisschen geknaggelt, aber ja, aber auch nur äußerlich. Hinten sieht man jetzt nicht viel, weil das geschlossen ist. Aber die sind, ich finde sie halt sehr dünn. Die sind wirklich sehr dünn. Da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, das ist jetzt so mein erster Eindruck. Ich finde die Verpackung toll. Die ist stabil. Allerdings hätte ich mir hier diese Rillen gewünscht, dass die nicht so hin und her. Weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass das gut ist für den Stift. Gerade beim Transport. Ja, gut. So an sich, also ich finde es eine klasse Idee mit diesen einzelnen. Da sind die Farben schon sortiert. Also das sind auch welche, wenn sie gut sind, wenn sie ihren Test bestehen, die bei mir definitiv dann in so ein Big-Feder-Mäppchen landen. Weil mir, das ist mir nicht, dieses Geräusch schon allein. Ja, das kann nicht gut sein für so einen Stift, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt schauen wir doch erstmal, was die taugen. Hier haben wir ja schon unsere Angefangenen hier. Und da haben wir hier unser Ei schon. Dann nehmen wir das Ei hier, ne? Das kleine Gackei. Und dann nehmen wir wieder unsere üblichen Farben. So, dann haben wir hier ein schnickes Orange. Ein, ja, schönes dunkles Rot, welches würde ich dann, ja. Gucken wir mal, inwiefern. Das, ja, mir gefällt hier, das ist aber, glaube ich, mehr so pinkig. Schwierig zu sagen. Oh, das gefällt mir aber sehr gut. Das werde ich nehmen. Das ist schon wesentlich besser. Dieses Orange. Ja, nehmen wir mal. Mal gucken wir nochmal bei den anderen Farben. Bei den Earth. Da tut mir jedes Mal die Bewegung leid, wenn ich die in der Hand nehme. So, nehmen wir mal so ein schnickes Gelb hier. Ja. Und vielleicht noch ein Tuck dunklere. Nee, das ist mir im Prinzip nicht dunkel genug. Dann nehmen wir von der anderen Edition noch mal was raus hier. Da würde ich sagen, nehmen wir das hier. Jep. Dann haben wir die vier Farben. Und dann gucken wir mal. Oh, die sind so dünn. Ehrlich, das ist so ein Unterschied. Das ist ja fast, als ob man mit Stäbchen essen möchte. Das ist, ja, ich brauche da was in der Hand. Und gut, das ist vielleicht auch gewöhnungsbedürftig. Ich hole mal eben einen Stift raus von
den Faber-Castell-Stiften. Oder nee, das sind jetzt nicht die Faber-Castell, das sind jetzt die Koh-i-Noor-Stifte. Da hole ich mal den Stift raus. Also das, der ist schon mal kantig, aber hier seht ihr vielleicht auch den Unterschied, wie schlank dieser Stift ist. Also das ist schon wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Wenn du dann diese etwas dickeren gewöhnt bist und dann noch Wurstfinger hast, so wie ich die habe. Ja, aber daran soll jetzt dieser Stift mal nicht scheitern. Wir geben ihm eine Chance. Ja? Also die Farben in dem Video, was ich gesehen habe, haben mir super gefallen. Sie hat es allerdings nicht verblendet, sondern sie hat eine Farbtabelle erstellt. Ja, da hat mir die Farben echt gut gefallen. Wir gucken jetzt mal hier. Ich hoffe, ist für euch hell genug. Soll ich mal hier das... Bing! Ja, ne? Ist auch okay. So, nicht, dass es dann zu blubbelig ist. So. Oder soll ich es nochmal ausmachen? Wir machen es mal so. Oh, jetzt blendet es mich. Das gibt's doch nicht. So. Da gehen wir wieder mal. Ich hoffe, ihr könnt das so ganz gut erkennen. Also, es lässt sich relativ gut auftragen. Also, was heißt relativ? Also, ich würde mal sagen, der Farbauftrag ist satt. Allerdings sind sie nicht so cremig und smooth wie die Koh-i-Noor. Ganz zu schweigen von den Prismacolor-Stiften, also die, ja, ich suche ja immer diese Stifte, die es mit den Prismacolor-Stiften aufnehmen können. Sie sind etwas kratziger, aber ich würde jetzt nicht sagen, so wahnsinnig schlimm, aber sie sind halt nicht so schön weich. Man hört den Farbauftrag. Es gibt gut Pigment ab, durch leichten Farb. Also ein leichtes Auftragen gibt es gut Pigment ab, muss ich sagen. Ja. So, dann schauen wir mal mit unserer zweiten Lage hier. Ja. Also sie sind wesentlich fester, die Minen, als wie die Koh-i-Noor-Stifte, auch die ich das letzte Mal vorgestellt habe, die Brit 100, gut, die sind auf Ölbasis. So. Ja, ist schon ein ganz anderes Auftragen. Also da ist schon, man hört es auch, wie es raschelt. Bei den Polycolor-Stiften, die ja ebenfalls wachsbasierend sind, hört man das ganz, ganz wenig nur. Ich hatte ja letztlich auch welche ausprobiert. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Das waren aber auch so No-Name-Stifte. Die waren ganz, ganz klasse. Die waren auch, wie ich vermutete, wachsbasierend. Das sind, glaube ich, die hier gewesen. Und das ist jetzt hier schon eine ganz andere Hausnummer, muss ich sagen. Das ist jetzt nicht ganz so. Ja. Wir gucken dann mal, wie es sich blenden lässt. So, die zweite Schicht. Jetzt gebe ich meine dritte Schicht auf. Und da merkt man schon, dass es mit den Schichten hier nicht viel ist. Ich fange schon an, hier das Pigment durch die Gegend zu schieben. Ihr seht das hier vielleicht. Da ist sehr viel Abrieb. Das, ja, ist nicht gut. Gucken wir mal weiter. Wir gucken mal weiter. Man kann ja mit diesen Stiften nicht nur schichten. Das ist zwar das, was ich am liebsten mag, schichten. Ich baue gerne Schichten auf und verblende die dann anschließend mit dem Blenderstift. Und so hat aber dann, wie gesagt, jeder hat dann so seins. Ich finde jetzt auch nicht wirklich einen Farbunterschied zu dem und dem Orange. Ich gucke dann eben nochmal, wie diese anderen Stifte hier sind. Das waren auch ja, eine No-Name-Marke. Und die waren klasse. Die waren, das sind die hier gewesen. Das ist ja, wow. Also von denen war ich so begeistert. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ich gucke gleich nochmal. Daran soll es jetzt hier nicht scheitern. Hm.
So, jetzt gucken wir mal mit dem Rot. Ich versuche jetzt hier so ein bisschen fester zu drücken, aber auch nicht zu fest, weil sonst tue ich das Papier schon zu sehr sättigen mit der Farbe. Und da klappt das gleich mit dem Blenden nicht mehr ganz so klasse, prima, toll. Und das muss das ja nicht sein. Ich muss halt so ein bisschen mit meinen Augen vorsichtig sein. Ich habe gestern Harz gegossen. Oh, und ich muss es wohl endgültig dran geben, das Hobbyhartgießen. Ich habe das jetzt die letzten paar Male schon festgestellt, dass ich immer ganz dicke Augen am nächsten Tag habe davon. Und ja, ich habe gestern auch nur ganz, ganz wenig gegossen. Es waren nur so ein paar Wunschteile, die ich da fertig gemacht habe. Mir tun die Augen heute brennen. Die sehen aus, als ob ich hier einen Deo-Roller im Gesicht hätte. Ja, Augen wie ein Deo-Roller habe ich heute. Das werde ich wohl dann leider Gottes dran geben müssen, dieses Hobby, aber Gesundheit geht dann davor. Aber was soll's, man kann ja auch noch andere Möglichkeiten haben, um nicht nur beim Malen und Kartenbasteln zu bleiben. Vielleicht, um einige von den Formen zu nutzen, Fimo. Oder dann gibt es ja auch noch Zement. Was mich auch interessiert, wäre Seife gießen. Also das ist auch noch ein Ding, was ich ganz, ganz klasse finde. Da müssten wir mal gucken. So, jetzt haben wir diesen Farbauftrag erstmal nur so. Ist erstmal so okay. Ich gehe dann jetzt nochmal mit den Farben drüber, um diese Übergänge so ein bisschen sanfter zu machen. Ja, es fängt schon an zu birnischen. Das ist aber, ja, ich will nicht sagen Nachteil, das ist halt die Eigenschaft, genau. Die Eigenschaft eines wachsbasierenden Stiftes, das Burnischen bedeutet im Prinzip, dass man das so richtig ins Papier eindrückt. Und das passiert hier bei, ganz, ganz schnell bei den wachsbasierenden Stiften. Da kann man eben nicht ganz so viele Schichten auftragen wie bei den ölbasierten Stiften. Aber das soll, jetzt habe ich jetzt die falschen genommen? Nee, ne? Nee. Also wie gesagt, ich finde zwischen den beiden Farben irgendwie nicht wirklich einen Unterschied. Gut, okay. Die Farben werden jetzt auch schon kräftiger. Also diese Übergänge lassen sich sehr, sehr schön verblenden. Das ist schon mal positiv. Jetzt muss man dann den Stift definitiv zugute halten. Also ich mache das immer automatisch, aber ein Tipp für die, die meine Videos bisher noch nicht so geguckt haben, schafft euch so einen billigen Make-up-Pinsel oder sowas an. Oder ja, das ist, wenn ihr das einmal mit den Fingern so macht, eure Finger sind, ihr habt eine Fettschicht da drauf, die Finger sind warm, ihr schmiert euch, bei dem Bild ist es nicht schlimm, aber jetzt stellt euch mal vor, ihr habt einen schönen Stempelabdruck oder in einem wundervollen Joanna Bessford-Malbuch und dann macht ihr und das ganze Bild ist im Eimer. Also ich könnte dann mich selbst in den Arsch beißen, um es mal auf Deutsch zu sagen. So. Dieses Gelb gefällt mir jetzt hier sehr, sehr gut. Es fängt halt an mit diesem Farbabrieb jetzt hier. Das ist aber, ja, damit kann ich leben. Das passiert bei vielen Farbschichten sehr schnell. Das Pigment ist dennoch ziemlich stark, also auch wenn das ziemlich viel Abrieb jetzt hier hat. Das Pigment ist sehr stark. Hauptsächlich jetzt von diesem Gelbstift. Bei dem Rot, gut, da kann es natürlich auch sein, da hätte ich mir vielleicht ein etwas dunkleres wählen können. Das ist dann, ja, man muss die Stifte ja auch kennenlernen, ne? Wie die sich dann halt so verhalten, wie die Farben so sind. Und dafür ist dann halt so eine Farbtabelle, Farbliste ganz gut. So, jetzt denke ich mir mal, mehr kriege ich hier auf gar keinen Fall drauf. Also noch eine Schicht ist da nicht drin und dann male ich hier umsonst oder schiebe es durch die Gegend. So, unverblendet sieht das Ganze so aus. Bin ich erstmal so auch ganz zufrieden mit. So, das sind wachsbasierte Stifte. Dann werde ich wieder den von Carandage nehmen, den Blenderstift.
Ich versuche nicht ganz so arg aufzudrücken. Das ist nämlich immer noch so mein Ding, dass ich, wenn man nur diese sehr günstigen Stifte gewöhnt ist, da muss man ja immer so viel aufdrücken. Und wenn man dann das erste Mal mit Polychromos malt oder mit Prismacolor-Stiften oder den Koinur auch, dann, oh, da braucht man gar nicht so viel, ne? Aber daran muss man sich erstmal gewöhnen, wenn man vorher nur mit Action-Buntstiften koloriert hat. Ja, aber schauen wir doch mal. Das lässt sich jetzt sehr, sehr gut verblenden. So vom Endergebnis, wie es jetzt hier sich so durchdrückt, sagen wir mal, bin ich sehr zufrieden. Ich denke mal, wenn ich dann vielleicht ein etwas kräftigeres Rot gewählt hätte, aber dafür werde ich mir dann auch so eine Farbtabelle anschaffen müssen, um auch zu sehen, weil für mich ist das hier sehr kräftig, ne? Und auch hier, aber gut. So, ich denke mal, mehr können wir hier definitiv nicht rausholen aus diesem Bild. Ja, dann machen wir mal die Krümelchen runter und gucken uns das Endergebnis mal an. Also das hier ist hier noch so ein bisschen, ach, das ist das, was ich euch meinte, neulich meinte mit den Ölbasierten. Das hat, man hat dann diese Farbdinger und jetzt habe ich hier so einen, ja, diesen Abrieb halt, ne? Wenn man den dann, diese Pigmente durch die Gegend schiebt. Ich hatte jetzt hier noch eins dran, weil ich eine olle Möhre bin und es nicht abgemacht habe. Und dann rubbele ich mir natürlich jetzt mein oranges Pigment in die hellere Farbe mit rein. So, mein Fazit ist, das waren ja die von Faber-Castell, diese Black Edition. Das Verblenden sieht gut aus. Das Gelb hat eine unglaublich gute Sättigung und ich würde mal sagen, dass ich vielleicht ein etwas dunkleres Rot hätte wählen können und dann hätte sich das auch locker mit dem hier aufnehmen können. Also es lässt sich toll verblenden. Sie sind etwas härter als wie die anderen wachsbasierten Stifte. Egal, ob es jetzt die von Kestel Arts ist oder Koh-i-Noor. Und jetzt gucke ich doch noch mal ganz schnell, wie die anderen hießen, mit denen ich so unglaublich zufrieden war. Die hießen Master Art Julius Stifte, genau. Und die waren ebenfalls wachsbasierend und die waren genial. Die waren super cool. Die kann ich auch nur empfehlen. Mein Video dazu habt ihr. Aber ich muss sagen, für Einsteiger sind die toll. Also ich werde sie auf jeden Fall nicht zur Seite legen. Die Faber-Castell, die Black Edition, habe ich zur Seite gelegt, um mal halt zwischendurch irgendwie, oder mit den Kindern, wenn sie mit hier sind, weil mit denen möchte ich jetzt nicht unbedingt in meinen guten Malbüchern kolorieren. Das seht ihr nun mal, ne? Aber, ja, die kommen mit, auf jeden Fall mit in mein Mäppchen rein, würde ich mal sagen. Also von der Bettkante schubsen tue ich die nicht. Auch wenn sie wirklich sehr ungewöhnlich in der Hand liegen, das muss ich einfach mal sagen, weil die sehr, sehr dünn sind. Und ich irgendwie das Gefühl habe, ich esse mit chinesischen Stäbchen. Ne? Also das ist schon, ja. Aber das ist auch gewöhnungsbedürftig. Ich möchte jetzt aber auch dem Stift nochmal so eine Chance geben, ein paar kräftigere Farben hier rüberzubringen. Und dazu drehe ich jetzt mein Blatt um. Und werde mal, ja, das hasse ich. Ich hasse das. Und werde einfach den Stift jetzt nochmal so die Möglichkeit geben, so ein bisschen sich zu beweisen, was so. Ja, ihr seht das hier, ne? Es geht sehr viel von diesen. Schichten, Schichten, Schichten. Ja, hier merkt dass man schon, dass es dann relativ schnell schmiert und sehr, sehr viel Krümel abgibt. So, seht ihr mal das Ganze ungeschönt? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es sind hier unglaublich viele Farbkrümelchen. Und das ist ja, das ist sehr störend, wenn man in einem schönen Malbuch malt. Ja, die Farbe kommt dem natürlich irgendwie gar nicht gleich. Aber wir lassen uns ja jetzt nicht enttäuschen. Jetzt machen wir nochmal dieses Gelb.
Ich glaube, das kommt bei euch in der Kamera, wenn ich so gucke, gar nicht so doll rüber, wie viel Krümelchen da rauskommen. Aber die Farbe an sich ist sehr kräftig, dieses Gelb zumindest. So, jetzt gucken wir mal auch. Wir werden aus jeder Edition, oh, da abgerissen. Wenn wir hier mal einen Stift rausnehmen. Dieses sehr dunkle Grün, das täte mich ja jetzt mal interessieren. Guckt euch das mal an, das ist wirklich sehr, sehr dunkel. Mich persönlich blendet das gerade wahnsinnig. Aber ihr seht dann ja nicht mehr, wa? Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir gucken aber auch gleich mal, wie sie sich anspitzen lassen. Ist zwar jetzt noch nicht wahnsinnig viel. So mit den Grünen. Ja, also es gibt halt sehr viel Krümelchen ab. Das ist ein bisschen nervig, muss ich sagen. So, jetzt haben wir hier aus der Wood. Aus Ursi war, glaube ich, das Gelb, ne? Ja. So, jetzt haben wir hier noch Metal. Ja, da gucken wir mal so ein schönes Braun, wa? Braun ist ja auch immer, also ich finde Braun sehr wichtig, gerade wenn man schattiert oder wenn man in, ja, in, ich habe ja so ein Kolorationsbuch mit so Farben. Bildern, da ist Braun sehr wichtig. Das Braun gibt jetzt wiederum sehr wenig bis, ja, also das bringt wieder sehr, sehr wenig von diesen Krümelchen mit aus Papier. Auch das Leern gefällt mir hier sehr gut. Und jetzt haben wir hier wirklich nichts an Krümelchen. Ja. Das gefällt mir schon mal gut. Auch eine schöne, kräftige Farbe. Und jetzt nehmen wir noch Water. Och, ich liebe das. Und sie riechen überhaupt nicht. Sie riechen auch überhaupt nicht ja, das, was ich mag. Holzstift riecht gut. Buntstift riecht gut. Also, wir haben früher mal Holzstift gesagt. Aber das riecht nach gar nichts. Ein bisschen, also das hier ein bisschen, ein ganz kleines bisschen nach Plastik, aber so überhaupt nicht so, wenn man die Farbe Castel Polychromos öffnet oder so beispielsweise. Ich mag das, wenn man, ach, dieser Holzgeruch und oh, ich liebe das. Und auch das Geräusch hier, dieses. Außer sie ballern hier wie die hier so hin und her. Dieser Stift, ich hoffe, ihr könnt es sehen, gibt wiederum sehr, sehr viel von diesem Krümelzeug ab. Aber die Farbe gefällt mir sehr gut. Kommt auch mit dem hier echt gut hin. Aber ich komme noch mal nah. Gibt eben auch viel Krümelchen ab. Aber das Lila täte mich auch noch mal interessieren. Ne? Hier haben wir noch so ein schneeiges Lila hier. Kommt auch wieder gleich viele Krümel hinterher. Und ich drücke ganz, ganz, ich kann auch jetzt noch mal etwas weiter hinten. Mach mal hier noch mal, um es Fairness halber zu zeigen, dass ich ganz weit hinten anfasse. Und dennoch gibt es sehr viele Krümelchen ab. Das ist so beim Layern dann ein bisschen weiter vorgehen, weil ihr dann ein bisschen mehr Druck braucht. Aber von den Farben an sich bin ich echt begeistert. Die sind sehr schön intensiv. So, jetzt haben wir hier noch so ein ganz mega dunkles. Und das will ich noch sehen. Das muss ich haben hier. Das muss ich sehen. All Bloom. Oh, das ist ja blau. Ich hätte das jetzt hier für dunkles Lila gehalten, okay? Das gibt jetzt wiederum wenig ab, also von diesen Krümelchens. Lässt sich gut layern. Ja. Doch, das gefällt mir schon mal sehr gut. Aber ich hatte doch hier so ein dunkles Lila. Bestimmt ist es das hier. Jetzt meine Perücke gesehen wieder. Ne, ist wieder blau. Also das sieht hier aber lila aus. Ganz ohne Scheiß. Okay, dann ist es halt aber so ein schönes Blau. Ich sehe jetzt hier wenig Unterschied zu den Blautönen. Aber
Es gefällt mir. Es gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Das ist sogar lila abgedruckt hier. Ich verstehe das nicht, warum da kein lila rauskommt bei wieder blau. Naja. Deswegen ist so eine Farbtabelle echt wichtig. Und mich haben ja ein paar Leute gefragt, wie man so eine Farbtabelle sich anlegt. Und das können wir gerne zusammen machen. Ich hoffe, dass ich vielleicht morgen die Zeit dafür finde. Und dann werden wir eine Farbtabelle zusammen erstellen. Mal gucken, aus welchen Stiften wir das machen. Vielleicht können wir das ja mit denen machen. Da können wir sie gleich noch ein bisschen länger prüfen. So, mein Fazit ist, geht schnell kaputt. Ist echt blöd zum Aufbewahren. Wer anfängt mit Kolorieren, ist mit den Stiften ganz gut dabei. Die sind, ja. Man sollte aber noch nicht, ja, Prismacolor verliebt sein und oder Koh-i-Noor oder wie auch immer. Aber als Anfängerstifte finde ich den Preis klasse. Ja, also man hat 60 wirklich ganz tolle Farben. Und so ist die Aufbewahren auch ganz cool. Man kann sie schnell irgendwo verstauen, aber dieses Gewackle, das ist, nee, das ist nichts für mich. Die kommen auf jeden Fall mit in meinen Gebrauch. Das steht schon immer fest. Aber ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Ich habe zum Beispiel verschiedene Malbücher. Also meine Stempel koloriere ich generell nur mit Koh-i-Noor oder mit Polychromos oder mit Prismacolor-Stiften. Aber meine Malbücher, das ist je nachdem, was die für eine Qualität haben. Die einen haben eine super Qualität, die anderen haben jetzt eine weniger gute Qualität, jetzt so das Papier. Und da nehme ich auch dann die unterschiedlichen Stifte. Dafür werde ich die auf jeden Fall verwenden. Aussortieren werde ich sie nicht. Die kommen auch auf jeden Fall mit in eine Box bei mir rein. Für Anfänger definitiv geeignet als Nebenbuhler, jetzt zum Beispiel von den, ja, von den Prismacolor-Stiften, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also den können die definitiv nicht das Wasser reichen. Da habe ich ganz andere jetzt getestet. Aber für die Einsteiger, die gerne mit wachsbasierenden Stiften arbeiten möchten, kann ich das wärmstens empfehlen. Aber nicht mal ansatzweise zu sagen, okay, kommt dran. Die kommen nicht an die Koh-i-Noor-Stifte ran, die kommen auch nicht an die Prismacolor-Stifte ran, die kommen noch nicht mal an die Castle Rock-Stifte ran. Auch nicht an die ich euch eben da genannt habe. Wie hieß es? Ich muss mir das unbedingt mal merken. Ich habe einfach zu viele Stifte. Also ich nenne jetzt erstmal nur die wachsbasierten Stifte, also die Master Art Series Stifte. Selbst da kommen die nicht ran. Aber ich will sie jetzt nicht zu schlecht reden. Die haben jetzt, was ich jetzt hier sehen kann, ein super Farbergebnis. Ja, man hat kräftige Farben. Und ich denke mir mal, um das auch noch ein bisschen auszutesten, werden wir auch unsere Farbtabelle oder die Farbtabelle gemeinsam machen mit diesen Stiften, um denen dann nochmal eine weitere Chance zu geben. Für Einsteiger, ja, für weitere Profis, die schon Prismacolor-Stifte haben, im Allgemeinen Polycolor-Stifte, wie sie nicht alle heißen, nicht unbedingt zu empfehlen. Ne? Aber für Einsteiger absolut okay. Für 20 Euro plus 4,99 € Versand sage ich da auch absolut gar nichts. Ja, also das ist ein Bombenpreis. Das ist wunderbar für 60 Stifte. Aber noch, ja, die sind sehr hart und das bin ich eigentlich von diesen wachsbasierten Stiften nicht gewohnt. Und die sind auch definitiv wachsbasierend. Das merkt man, wenn man diese Layer aufbaut. Was ein super, super Pluspunkt ist, ist einfach, dass die Farben sehr schön kräftig sind, dass sie nicht nur so ein bisschen wischiwaschi sind. Die Farben sind sehr kräftig und da freue ich mich schon drauf, mit euch dann die Farbtabelle zu machen, weil da sind noch sehr viele weitere Farben dabei, die mit Sicherheit, ja, interessant sind, wie sie sich dann auf dem Papier machen. Weil bei diesen beiden Blautönen sieht man ja kaum den Unterschied. Ne? Das ist, ja. Mein Fazit habe ich euch genannt. Es ist okay. Es sind okay Stifte für den Anfang okay. Aber für jemanden, der schon Koh-i-Noor und Polycolor und Prismacolor und was nicht noch alles hat, muss man nicht haben. Ne? Muss man nicht unbedingt sich anschaffen. Aber wer anfängt damit, wärmstens empfohlen. Wirklich, die Farben sind klasse. Man kann wunderbar damit anfangen zu üben. Und ihr werdet auch sehr, sehr schnell feststellen, wie schnell sich eure Ansprüche erhöhen. Ich habe angefangen mit Actionstiften. Die habe ich jetzt meinen Kindern gegeben. Gut, ihr Lieben, ich hoffe,
Ich konnte euch damit so ein bisschen weiterhelfen. Ich habe jetzt auch mal, wie gesagt, an Buntstiften gar nichts mehr offen. Ich werde mir aber auf jeden Fall noch mal welche bestellen, möchte aber jetzt auch erstmal so ein, ja, mal gucken, mit anderen weitermachen. Ich wurde gefragt mit den Hintergründen. Ich hatte diese beiden Karten gepostet bei Facebook und bei Instagram und da wurde ich gefragt, wie ich die Hintergründe gemacht habe. Und ich denke mal, das wäre ganz cool. Die zum Beispiel habe ich mit einem Kosmetikschwämmchen gemacht. Zeige ich mal ganz kurz. Aus Silikon. Ein ganz normales. Blub, blub, blub. Geht wunderbar. Und da wurde ich gefragt, wie ich das gemacht habe. Das machen wir auf jeden Fall. Das habe ich dann so für nächste Woche vor, weil ich mir nämlich heute die Jelly Blade bestellt habe. Und da kann man solche wunderschönen Hintergründe auch machen. Die sind zum Beispiel hier mit dem Watercolor, mit diesen Flüssig-Watercolor vom Action gemacht. Ganz geil. Die sind so coole Farben, hätte ich nicht gedacht. Und deswegen, damit ich nicht immer nur Stifte-Reviews habe, also Stifte sind auch nach wie vor mein Steckenpferd. Und ich muss mich immer so zusammenreißen, wenn ich irgendwo neue Stifte sehe. Aber jetzt kommen wir erstmal ein bisschen mehr zu den praktischen Dingen. Wie gesagt, Hintergründe gestalten können wir dann gerne machen. Und dann wollten auch Leute von euch sehen, wie man die verschiedenen Blendtechniken hat, die machen wir auch auf jeden Fall zusammen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Arten. Und natürlich können wir auch gerne mal kolorieren zusammen. Absolut kein Ding, könnt ihr gerne mal sehen. Seid ihr gerne herzlich eingeladen dazu. Gut, ihr Lieben, das war mein Video, mein Review von den Colored Pencils. Ja, durchwachsen. Für mich verwöhntes Mäuschen auf jeden Fall. Aber für euch Anfänger kann ich sie empfehlen. Sind sie ganz klasse und ich freue mich drauf, die Farbtabelle dann zu machen, um die anderen Farben dann auch noch mit zu testen. Sonst wäre das einfach jetzt zu viel. Wir sind jetzt schon bei 37 Minuten und wenn ich jetzt noch die Farbtabelle mache, sind wir bei 12,5 Stunden. Das geht gar nicht, ne? Gut, Mäuschen, ihr Süßen, ihr Lieben, passt wie immer ganz, ganz gut auf euch auf und auf eure Lieben. Und ich denke mal, morgen kriege ich das bestimmt auf die Reihe. Dann machen wir dann zusammen das, die Farbtabelle. Und dann gehen wir dann auch auf das Thema Papier ein, weil das ist auch echt total wichtig. Und da habe ich jetzt so viel hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und habe auch alles durchprobiert und kann euch da auch schon so meine berüchten Augenzwinker. Gut, ihr Mäuschen, macht euch das Wochenende schön. Genießt euren Samstagabend, wenn ihr Bock habt. Sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.